Warum lädst du mich überhaupt auf deinen Scheißkanal ein, wenn ich nicht mal irgendwas sagen darf? Junge, sprech dein Gesicht rein, ey. Ich glaube, mittlerweile alle hat's aber gesehen, dieser ja auf Netflix, die so cute ist. Hypothetically, what sort of boy do you want to go out with? Was mich aber interessiert hat einfach, wie diese Milchshakes entstehen, weil obviously mag ich einfach essen. Deswegen macht es auch die wichtigen Dinge. Das stimmt. Deswegen machen wir heute die Milchshakes aus Hartzopfer nach und gucken mal, wie die so schmecken. Es gibt kein genaues Rezept, aber wir gehen einfach nach der Farbe. Ich war auch bei meiner Eisverkäufer, bis ich rausgeschmissen wurde, weil ich so viel gegessen habe. Oh, the story. Ich habe also ein bisschen Vorahnung, so ein bisschen. Und ich gar keine, weil ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie in meinem Leben einen Milchshake selber gemacht. Siehst du mal, hier first experience, first time. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Intro ab, bitte. Da ist ja nicht mehr. Bling. Es gibt zwei Milchshakes bei Hartzopfer, die wir. Ich bin übrigens Costa. Es gibt bei Hartzopfer zwei. So lustig war es auch nicht, ne? So was fällt dir ein, mich zu unterbrechen und dann mich nochmal zu unterbrechen, während ich eigentlich schon weitermache. Exactly. Es gibt in Hartzopfer zwei Milchshakes, die man so sehen kann. Eins ist blau, eins ist braun. Okay. Drück deine Gabel. Ja, rude, ne? Dann unterbreche ich auch noch meine Gabel. Echt so. Der blaue schmeckt laut Charlies Aussage nach Kaugummi und der braune nach, wie wir es alle wissen, halt nach Vanille. Ja. Nach Schoko. Du machst heute den blauen, was hast du gesagt? Ja! Es gibt leider kein Kaugummi-Eis, was irgendwie in irgendeiner Weise vegan und sonst irgendwas ist. Also dachte mir, was ist noch blau? Kokos, obviously. Obviously. Also ich mache mir da einen Kokos-Vanille-Shake draus. Mit Farbe einfach, weil fake it till you make it, obviously. Und ich stick to the roots und mache einfach einen Schokomilchshake. Also weißt du, wie ich es machen würde? Hm. Ich würde jetzt einfach alles nehmen, was da reingehört und das dann schreddern. Mixen. Wobei, ich weiß, dass in meinem Shake, der sieht nicht so aus, da läuft ja diese rote Farbe runter. Das heißt, ich glaube, ich würde das Erdbeerding extra machen und das dann danach reinmachen, damit das... Well, if it isn't Charlie Spring, happy new year. You're over there. Next to Nicholas Nelson. Wir fangen mit den Toppings an oder mit der Soße, weil es keinen Sinn macht, das Shake jetzt zu machen, weil das Shake soll ja fluffig, schön, knackig, ne, bleiben. Deswegen machen wir das zum Schluss. Ne, habt ihr nicht gedacht, dass es zum Schluss kommt, das Shake? Also macht Kost eher, wollte ich schon sagen. Ja, dessen Namen nicht genannt werden darf auf diesem Kanal anscheinend. Deswegen macht Kost das für seinen blauen Shake, das Erdbeer-Püree-Ding. Also er macht die Erdbeeren einfach klein. Und lustigerweise ist hier ein Brettchen für dich. Was zum, ist meins, ne? Ja, zum klein machen. Ist das dein Brettchen? Weiß ich nicht. Für das Tier? Keine Ahnung. Das ist auch so ein halbes Messer einfach. Was ist denn hier passiert? Das kann ich nicht wissen. Und solange schlage ich Sahne, es gibt vegane Schlagsahne, die scheinbar 3 Minuten fertig sein soll, wenn sie schlägt. Wir haben auch kein Handkühlgerät. Wir haben jetzt ein kleines Workout. Also kannst du mal zeigen, wie viel Kraft man in der rechten Hand steckt. Oh. Ich glaube, das ist die erste Erdbeere, die ich dieses Jahr. Dein Ernst? Ja! Oh wow. Ich bin jetzt ja bei Edeka, bei Yamtamtam. Und da habe ich schon ganz viele Rezepte gemacht, auch mit Erdbeeren. Also wenn ihr darauf vorbeikommt. Oh mein Gott, ich bin voll lecker. Unterbrech dir! Sorry, aber diese Erdbeere, die war so lecker, dass es wert war, dich zu unterbrechen. Sorry, du bist also, auch eine Essen. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich jetzt ganz munterheiter mit Erdbeeren koche und sowas, guckt gerne mal nämlich schon vorbei, da findet ihr den Link zu Yamtamtam. Master of Blueberry. Yes. Positioning. Positioning. I'm double impressed. Einmal von dem Geschmack der Erdbeere und dann von deiner... Ist ein gutes Video scheinbar. Ich fange Erdbeeren mit dem Maul. Trägt Mund bitte. Ich habe eine Freundin gefragt, weil ich möchte jetzt nicht 10 Stunden lang diese Sahne schlagen. Man kann in vegane Schlagsahne auch Sahnesteig reinmachen. Das werde ich auch machen. Obviously. Habe ich ja gerade angekündigt. Aber das werde ich jetzt nicht tun, denn ich habe Lust, ganz lange die Sahne zu schlagen. Wie gut das aussieht. Das ist richtig unnötig. Ich könnte es auch einfach hier unten machen. So. Hör auf, du dumme Kuh. So, Mr. Milkshake, muss ich die noch kleiner schneiden oder reicht das? Muss ich die? Hä, ich dachte, das macht der Mixer für mich. Das mache ich mit dem Mixer. Warum nicht? Ich muss die von Hand. Mit der Gabel. Okay. Das ist nicht der Mixer. Das ist doch literally Dinge zu mixen und zu zermüssen. Das ist doch die Aufgabe eines Mixers. Ja, dafür gibt's die doch. Come on, dream guy. I don't know, just someone I can have a laugh with. He's the straightest person I have ever seen. Was das heißt, ein Mixer zu sein? Du bist mein Video-Editor und bist auch immer ein kleiner Koch. Oh, das kommt auch kleiner. Guck mal, das Training zahlt sich aus, du bist einfach so strong. Der Ehrgeiz kickt ja jetzt ein bisschen in mir, ne? Ich will jetzt auch die Gabel kaputt machen. Oh mein Gott, das ist toxisch. Ja. Guckt euch mal das an. Wenn man das einfach mit Mixer machen würde, wäre es doch viel besser. Oh mein Gott. Werde doch endlich mal fest! Hat das denn im Mixer? Dose. Ja. Sieht doch schlimmer aus. Fast schlimmer als vorher. Ja, siehst du, das meine ich. Das hast du das meinst? Okay. Anna, roll back the tape. Ich weiß halt nicht, ob das das gleiche ist. Also, ob das, wenn du das jetzt in den Mixer machst, ob das dann steifer wird oder flüssig. Also. Mm. Kann man kurz tauschen? Frech.
Ich lasse diese Dinge nur durchgehen, weil es ja dein Kanal ist. Okay, während er das macht, räumen wir schon mal den Rest hier auf, weil sonst haben wir hier Chaos. Du Hässliche, wie du mir die Aufgabe gibst und so. Also ich sag's, wie es ist, wenn die Sahne nachher nicht den Geschmack so krass rausreißt, dass du denkst, es ist der leckerste Shake jemals, dann hat es sich nicht gelohnt. Hä? Ich... Maus. Es wird niemals so fest werden, dass du es über den Kopf halten kannst, dass es nicht rauskommt. Ja. Ja. Den kannst du es ja gleich mal probieren. Boah, ist auch schon gut geworden jetzt. Oh Leute. Ja, halt es über den Kopf. So, next step ist, wir werden Milch mit dem Eis berühren, was wir als Geschmack zu haben wollen. In diesem Fall Kokosnuss und Vanille. Worum er jetzt hergeht, hingeht. Eis holen? Oder willst du das herzaubern? Naja, da sagst du auch nichts mehr. Mittel? Mittel. Aha. Ja, dann mach's doch. Sag Mittel immer unten drauf. Ah! Ah! Wir haben jetzt hier unsere No-Name-Marken-Eissorten. Für ihn Vanille und Kokos. Kokos heißt es auch mittlerweile, habe ich festgestellt. Und das ist Schokolade. Und das werden wir jetzt einfach mixen mit dem Mixer, obviously. Das Eis ist drin, es kommt die Milch drauf. Und da es ja blau werden soll, Lebensmittelfarbe. Aber nicht viel, ne? Wieso? Es soll doch super blau werden. Bitte, du musst das mal aufschneiden, oder? Hör auf. Nein, du musst das mal aufschneiden. Junge. Aufschneiden! Okay, stopp, 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 Junge, stopp. Warum? Das soll doch blau werden. Du brauchst nicht viel bei sowas. Oh, geizig. Was willst du mit dem Rest machen? Snacken, oder? Let's go! Wow, cool. Aber es ist ganz schön flüssig. Eis. Das ist ja das Ding bei veganem Eis, ne? Leider. Ich muss gerade einmal warten, denken, wie professionell sie das macht. Irgendwie so. Ich glaube, es ist eher ein Milchsaft. Aber... Nee. Ich glaube einfach, das Eis ist nicht gut. Ist ja auch richtig, hast du ja gesehen, richtig... Meh. Das ist noch ein bisschen süßer als eben. So bei der Konsistenz auch ungefähr das gleiche. You ever feel like you're only doing things because everyone else is and you're scared to change? So, wir machen jetzt mein Shake, was hoffentlich nicht so flüssig wird. Dafür machen wir wieder Milch. Wir sagen mal Shake in Anführungszeichen. Erstmal gucken, ob es einer wird. Dann machen wir leise da drüben. Warum lädst du mich überhaupt auf deinen Scheißkanal ein? Wenn ich nicht mal irgendwas sagen darf! Die Audacity. Die fucking Audacity. So, in die Milch kommt jetzt einfach das ganze Schokoladeneis rein. Wie wir gerade gesehen haben, brauchen wir viel. Aber was denkst du denn gerade? Ich weiß ja nicht. An Schokoladeneis, wieso? Ich denke da an letzte Woche Montag, als ich krank war, weil ich eine Lebensmittelvergiftung hatte, okay? Aber warst du lecker, die Lebensmittelvergiftung? Bin ich ein bisschen neidisch. So unlustig. Das Sahne? Junge. Jetzt gleich in dein Gesicht rein. Letzte Grundmischung. Einfach rein, dass dieses Projekt nicht geglückt ist. Aber es kann ja trotzdem lecker sein. Wir machen jetzt einfach das Beste draus. Wir haben jetzt jeweils diesen... Geht's dir gut? Ich versuche meine Finger sauber zu machen. Wir dekorieren das jetzt. Laut der Bilder war hier drin das Äpfelpüree, das hat so, ist so am Rand geschwommen und hier war die Schokosoße oben drauf und innen drin. Mein Plan wäre jetzt gewesen, es einfach so am Rand runtertropfen zu lassen, was ich meine? Ja. Ja, aber... Oh ja, I love it! Ich glaube, bei Charlie war es einfach nur so an einer Seite, deswegen... Boah, das sieht auch gut aus. Also ich finde, das macht jetzt schon alles ein bisschen besser aus. Geht dann aber auch nach unten einfach nur. Oh, die Sahne hält sehr gut. Wer hätte gedacht, dass die Sahne das Erfolgreichste vom Shake wird? Naja, bei mir klappt es nicht ganz so gut wie bei dir. Mit der Soße sieht schon besser aus, aber... Ich glaube, ich hebe mir noch ein kleines bisschen auf und mache das dann noch auf die Sahne um. Wieso verschwindet diese blöde Erdbeere? Oh, I love it! Guck mal! Ja, das sieht gut aus. Alles gerettet. Und da wir es ja machen wollen wie in der Serie, kommt da jetzt noch ein Schachtelspieß rein. Mal, ich bin noch nicht fertig. Bei dir ist ein bisschen Overload, ne? Mehr ist meine Idee. Also meine ist deutlich schöner. Oh no! Hab ich schon gesagt, dass ich bei 30... Ja, es passt halt mit der Soße besser, wenn es außerhalb des Glases ist. Das stimmt natürlich auch. Ich finde, mein Shake sieht auch nach Fun aus und nach Hardstopper. Das stimmt. Guck dir meinen Shake an, Mann. Ich was hält jetzt oder ich hab was versaut jetzt nicht alles. Hä? Ich. Oh, Maus. Das geht schon wieder runter alles. Also ich finde, das ist wunderschön geworden. Meiner ist echt cute geworden. Also ich finde, meiner kommt dem aus der Serie schon sehr nah. Deiner auch. Also ich finde, deiner sieht nach Fun aus auf jeden Fall. Ich würde den so trinken, wenn ich 3 bin, den so, wenn ich 15 bin. Okay, wollen wir anstoßen? Ja, ich glaube, ich kann nicht anstoßen. Nee, ich glaube, du musst. Glaub, Cheers. Ich hinterlasse überall Spuren. Mhm. Das ist, wie es ist. Mmh. It's not too bad. Ich bin ein bisschen positiv überrascht. Oh mein Gott, warum Bier? Was ist? Verschluckt. Ja! Es ist
viel, viel besser, als ich erwartet habe. Ja. Und ich finde auch bei normalen Milchshakes das mal so, du trinkst die Hälfte und dann kannst du nicht mehr, weil es so mega süß ist und der hat eigentlich eine richtig nice Süße. Der schmeckt gut, aber ist mir ein bisschen zu viel Schokolade. Aber die Erdbeeren reißen richtig raus. Ein Schub geworden, ne? Der ist halt sehr leicht, hatte ich nicht gedacht von der Farbe her. Aber kann man durchaus nachmachen zu Hause. Sehr lecker! Also, der Anfang war ein Mess, ich gebe es zu, aber es ist immer noch ein Mess. Aber es ist ein leckeres Mess. Es ist viel, viel besser geworden, als ich vor noch ungefähr 10 Minuten gedacht habe. Als ich bei der Sahneschlange gedacht habe, to be honest. Aber ich finde, es ist putzig und süß und passt zu sehr ihr Hardstopper. Es ist übrigens keine bezahlte Kooperation, das klingt irgendwie die ganze Zeit so. Aber es ist nur, weil die sehr so süß ist. Und ich bin gespannt davon. Ich würde sagen, guck gerne bei Kostas vorbei. Macht's gerne nach und schickt mir Bilder, ob ihr das nachgemacht habt, auf Instagram in die Kommentare. Guck gerne bei Jamtechner vorbei, da bin ich jetzt der neue Host und freue mich sehr drauf. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.